So, Freunde, wir sind gestern mit der Fähre von Dänemark wieder in Deutschland angekommen, haben die Nacht auf der Insel Usedom geschlafen und heute nutzen wir mal die Gelegenheit und zeigen Artom das Ozeaneum in Stralsund. Na, sind wir sehr gespannt. Ist auch für uns jetzt nicht so preisintensiv. Artom hat ja einen Schwerbehindertenausweis und Anna ist seine Begleitperson, also kommen die beiden bestimmt schon mal gratis rein. Und für mich kostet das Ozeaneum als Erwachsener 17 Euro. Falls das anders ist, werde ich es später noch mal erwähnen. Aber auf jeden Fall bestimmt beeindruckend, auch für einen Autisten. Oder halt gerade von Autisten, ne? Ganz viele Eindrücke. Aber wir werden sehen. Und da hinten das weiße Gebäude, das ist auch schon das Ozeaneum. Da müssen wir hin. Und hier könnt ihr den Hafen von Stralsund sehen. Und auf der anderen Seite sehen wir dann die Brücke zur Insel Rügen. Und da hinten gibt es auch schon Räucherfisch und Fischbrötchen. Mamma mia. Aber wir haben unsere spezielle Bude. Anna, gehen wir hier lang? Ja, unsere Laune ist nicht so gut. Wir haben Atom kurz im Auto alleine gelassen. Also was heißt alleine? Ich war hinten im Bereich. Und er hat natürlich die Gelegenheit genutzt und naja, eine halbe Flasche Cola, was meine Cola ist und nicht seine Cola, naja, über unseren Beifahrersitz zu verteilen. Er wollte eigentlich seine Flasche damit auffüllen. Hat nicht ganz geklappt. Naja, jetzt ist alles nass. Zum Glück haben wir einen Camper und Haufen Klamotten mit. Ja, für ihn hat es geklappt, für uns hat es nicht geklappt. Aber wir haben jetzt wieder gute Laune, weil wir sehen jetzt das wunderschöne Ozeaneum. Später. So, die Anna wartet auf ihre Fischsojanka. Die gab es aber in Karlshagen. Da gehen wir immer hin auf der Insel Usedom. Aber heute Morgen um 9, wir haben extra geguckt, wann sie aufmachen, gab es noch keine Fischsojanka. Erst ab 11. Also haben wir erstmal Matjesbrötchen gegessen und wenn wir wieder zurückkommen auf die Insel Usedom heute Nachmittag, bekommt die Anna ihre Fischsojanka. So, und hier ganz oben auf dem Dach, da gehen wir nachher noch hin, da sind die Pinguine. Da freuen wir uns schon drauf. Ja, und hier am Hafen ist halt alle 20 Meter so ein Fischkutter. Fischbrötchen an der Ostsee ist natürlich Pflicht. So, und hier seht ihr unsere Fischhalle. Da gehen wir danach rein und essen unser Fischbrötchen, unser Backfischbrötchen. So ein riesen Backfischbrötchen habt ihr noch nie gesehen. Also vielleicht schmecken die woanders auch super, aber wir haben es hier einmal gegessen und das ist Anna Fisch und Chips, Bartom mit Pommes. So. Ja. Da hinten seht ihr die Rügenbrücke, ne, wo es nach Rügen rüber geht. Und hier ist der Eingang zum Ozeaneum. Also im Sommer, wenn wir mal hier waren, da steht hier eine Riesenschlange. Jetzt so hier unter der Woche. Natürlich perfekt. Ja, jetzt sind wir drin. Also ein Erwachsener kostet eigentlich 17 Euro. Tom war gratis und für die Anna ermäßigt 7 Euro. Ist auch okay. Ne? Aber wir haben das schon anders erlebt wie in Zoo Leipzig. Da sind sie alle beide gratis drin.
egal. Und jetzt starten wir mal den Rundgang. Hier ist WC. Und jetzt geht es erstmal diese riesen Rolltreppe hier hoch. Mal sehen, was auch Tom sagt. Ja, es mucksmäuschenstill. Jetzt geht es ganz hoch. Jetzt haben wir hier noch einen schönen Ausblick. Ui, ja. Hm? War schon inside? Das war's lag, genau. Wenn das kommt komplett inside, dann. So, guck mal, wir waren in Tallinn, 905 Kilometer. Wir waren in St. Petersburg, 1200 Kilometer. Wir waren in Riga, 748. In Helsinki waren wir, 249. Gotland waren wir. Naja, wir waren fast überall. Und hier, schaut euch diesen Ausblick an. Toll, oder? Ja, jetzt haben wir ein großes Problem. Nee. Tom war mit seinem Handschüttel-Gummiapparat so ein bisschen in der Rolltreppe, haben wir nicht drauf geachtet. Hätte schlimmer ausgehen können. Also immer auf der 18. So, Finishkabel. Zack. Und jetzt geht's los. Oh, schaut euch diesen riesengroßen Pinguin an. Ich brauche schon eine Pause. So, und jetzt wird es dunkel. Jetzt kommen wir zu den Aquarien. Und das sind jetzt noch die kleinen. Also wie wir es gedacht haben, Tom genießt es,
still, aber er ist fasziniert. Er sitzt vor fast jeder Glasscheibe und so wie das aussieht, könnte er das den ganzen Tag tun. Er ist nicht aufgeregt. Die vielen Leute stören ihn jetzt plötzlich gar nicht. Also eine gute Idee. Und hier sieht man ein Kabeljau mal lebendig. Also ich kannte ihn nur auf dem Teller. Und das ist der kleine Seehase. Hey Seehase. Oh, das sieht fantastisch aus. Alles Quallen. So, das war der erste Part mit Aquarien. Boah. Also mit so einem Ding da in die Tiefsee zu tauchen. Guck mal, wie eng das ist. Das ist ja Wahnsinn. Naja. Jetzt kommen wir zu Erforschung und Nutzung der Meere. Und dann kommen die nächsten Aquarien. War ein interessanter Part, aber den lassen wir jetzt mal aus. Jetzt sind wir im Nordseebereich. Da haben wir schon mal so eine schöne Glaskuppel hier, die über uns drüber geht. Wo ist er doch? Ach, da. Ja, schaut sich diesen Kabeljau an. Anna, das da hinten ist auch ein Fisch. Ja, such a fish. And that fish. Mm. Also Tom ist ganz still, ne? Kein Ton, er genießt das. Normalerweise mag er nicht viele Leute, aber das scheint mir hier überhaupt nicht zu stören, er ist fasziniert. Das ist eine Brandungsküste, kommt ab und zu mal eine Welle, eine große. Anna. Languste, oder ist das ein Hummer? Europäische Languste, ja. Kennen wir auch noch vom Teller. Ja, und da sieht man mal wieder, dass das alles Lebewesen sind. Ne? Und wir essen die alle auf. Und Anna, guck mal da hinten. Da kommt das große Aquarium. Ja, guck mal, das sind die ganzen Milchstrudel. Der ganze Müll, den wir Menschen dort reinschmeißen. Und jetzt wird es richtig interessant. Jetzt suchen wir uns einen schönen Sitzplatz.
Gehen jetzt mal noch die Treppe runter und hier sieht man das vom Meeresboden. So einen alten Schiffswrack. Nee, nicht spritzen. So, jetzt sind wir auf dem Dach vom Ozeaneum und jetzt seht ihr schon die Pinguine. Da müssen wir natürlich hin. Cooles Bild. Oh. Na, privat. Anna, Glühwein. Klatsch, na komm, spring. Und zack, na ui, erstmal Kacke. I was thinking he jumped, but he made Kacke. Aber so. Mhm. Mhm, aber close to the nature. Na komm, jump. Na. Na. Da will nicht springen. Mach vielleicht nochmal Kacke. Nee, keine Lust. Zack, zack, zack. Wir hören jetzt gleich die Walgesänge, aber dazu müssen wir ganz runter. Und das sind wie so Relax-Liegen. Und dann können wir da zuhören. Es hat noch nicht angefangen. Ach du, nee, immer 20. Ja. Und in 5 Minuten startet der Sound von der Wahl. So. Hier müssen wir leise sein. Boah, guckt euch das an. Über uns. Das ist ein normaler Wal und das über uns ist ein blauer Wal. So, und das genießen wir jetzt erstmal so lange wie Otto möchte.
Jahresfurt. Ein Flug. Oder ein Stück von dunklen Rücken. Hier im Ozeaneum erleben wir die Meeressäuger. Ja, Freunde. Hoffentlich hat euch der kleine Einblick ins Ozeaneum etwas gefallen. Hier sehen wir es nochmal von draußen. Also wir, entschuldigt, ich habe Schluck auf. Also wir sind also happy. Tom war zu keinem Zeitpunkt aufgeregt. Er hat das alles genossen. Er hat sich gefreut. Und ja, wir können es nur empfehlen. Probiert es aus. Und ja, wir genießen jetzt mal noch so ein bisschen Stralsund, essen noch eine Fischsemmel und dann fahren wir zurück nach Usedom. Oder vielleicht doch noch Rügen? Es ist immer so schwer mit so einem Wohnmobil, ne? Man kann überall abbiegen und überall ist schön.